Hallo in die Runde, willkommen zum ersten Kampftag blutigen Turnier. 4 Sterne ohne Blau. Ihr seht meine Verteidigung, ich habe keine guten roten Helden. Ich habe keinen Wilbur, ich habe keine Chinesen. Mein Falke ist nicht gut, er hat keine Wappen. Also ich habe nichts, was ich rot in die Mitte setzen sollte. Deswegen habe ich mich für Gelb entschieden. Einmal Mana-Klau, Mana-Verlangsamung, Minions obendrauf mit in der Hoffnung, wenn es prockt, dass der Gegner weniger Schaden an mir macht. Dann einmal sollte der Gegner mit Licht angreifen, was ich nicht glaube. Aber wichtig, Giftschaden auf alle. Und zuzüglich ist es auch ein Hexer. Sie ist Hexer, das heißt, wenn Schaden gemacht wird, besteht immerhin die Chance, die gegnerische Mana-Generation ein bisschen zu bremsen. Und zuzüglich zu Nebel, ne, ist die Hauptaufgabe von Nebel, haben wir dann einmal noch Hänsel. Ich glaube nicht an diese Verteidigung, aber das ist das Beste, was ich aufstellen konnte. Ich habe nachgeguckt, beim letzten Jahr war ich da auch mega schlecht. Okay, gut. So viel dann dazu. Boah, ungelevelte Truppen. Na, okay, gut. Okay. Das ist heftig. Auto zusammengestellt und verloren. Glückwunsch, Mido. United Arabian 2. Okay. Gehen wir rein. Gucken wir mal, was wir so aufbieten können. Okay. Achso, ihn wollte ich nicht stellen. Auferstehung und Leben. Ja, und dann, nein. Da kommt zu wenig bei rum. So, wir haben kein Leben. Wir wollen Minions. Und ich finde ja durchaus, dass mit dem, was ich reingestellt habe, auch angreifen könnte. Ich überlege sogar noch Gretel mitzunehmen. Und dann noch Hänsel. Es kommt eh darauf an, dass wir die Steine zusammenbekommen. Mana ist vollkommen egal, überall. Probieren wir es mal. Okay. Wen wollen wir denn nicht, dass er auslöst? Ich finde ja, du darfst nicht auslösen. Ich weiß, dass ich den Diamanten machen kann. Ich mache ihn nicht. Ich habe schon einen Diamanten. Ich will das Mana nicht verschwenden. Deswegen klauen wir hier einmal das Mana, spielen hier ein bisschen Spielverderber, was die Mana-Vernichtung angeht. Jetzt haben wir das Mana vernichtet. Jetzt ghosten wir hier Gelb. Damit müsste alles wieder am Start sein, was wir haben wollen. Wir machen uns ein paar Lebenspünktchen. Ghosten Gelb nochmal, dann haben wir Gelb wieder fertig. Machen uns wieder Lebenspunkte und jetzt drücken wir einfach mal drauf und dann sollte es das gewesen sein. Oh. Heilung. Der Brandschaden ist gefährlich. Das Problem ist, ich würde ja liebend gerne mit Lila angreifen, aber ich habe nichts, was Schaden macht. Ich habe nur Mana-Spielereien. Tybotos hat kein Kostüm. Mit 3 Sternen brauche ich nicht ankommen. Lila ist meine schlechteste Farbe. Mir fehlen halt einfach mal so Ametrine. Also ich freue mich auf Season 5. Und hoffe, dass ich da ziemlich schnell die 4 Sterne in Lila und in Rot bekomme.
die wirklich super sind, weil das sind auch meine schwachen Farben, wo ich halt nichts habe, was Schaden macht. Und den Lila, den würde ich 2 oder sogar 3-mal hochziehen, weil er einfach geil ist, genau für die Turniere. Also bleibt es dabei, wir müssen wieder hoffen, dass wir die Farben kriegen. Okay, das sieht schon mal nicht danach aus. Das Schöne ist, wo kein Mana ist, kann er es auch nicht wegnehmen, wenn er auslöst. Ah, schade. Gelb, gelb, gelb. Schön, dass ich mir mein eigenes Match gerade eben versaut habe. Die ist mir vollkommen egal. Jetzt ziehen wir gelb nach. Das hat nicht gereicht. Heftiger Scheiß. Okay, wenn wir den initial überleben, haben wir eine Chance. Blöd ist nur, dass jetzt gerade alles weg ist. Lebenspunkte, wir brauchen Lebenspunkte. Na, ich wollte grün nach links ziehen, da habe ich mich vertippt. Das hätte sehr wahrscheinlich nichts geändert. Okay, der ist nicht mehr hochgegangen. Schade. Da war echt wenig Gelb dabei. Na, schon wieder. Okay. Simus raus, Catmon rein. Das hat den netten Nebeneffekt. Wir kriegen den Gegenschlag runter. Und wir haben einen zusätzlichen Minion-Beschwörer, in Anführungszeichen. Wir können uns nicht reinigen. So viel Schaden auf alles ist da nicht da. Gut, wir müssen weiterhin hoffen. Der verträgt das. Gib mir Mana, gib mir Mana. Okay, wir können ein blaues Match machen. Das machen wir, dass Rot hochzieht. In der Hoffnung, dass irgendwas nachkommt, hat leider nicht ausgereicht. Okay, die verträgt das. Der Minion hat fast alles abgehalten. Genauso wollen wir das. Wir wollen rechts verkürzen, dann nehme ich lieber den Schaden über Zeit. Sehr gut. Dann ist es hier nämlich jetzt auch egal, ob der auslöst oder nicht. Zyparian, der macht ja nur den Gegenschlag. Der stört uns nicht. Ich kann links überhaupt nicht spielen. Das ist ätzend. Minions. Wir wollen nicht, dass du zauberst. Minions. Ich könnte Schleichwerbung für die Filme machen, fällt mir gerade mal so oft, wie ich Minions sage. Ich meine, 15 mal 13 ist halt auch schon nicht wenig, was da jede Runde rumkommt.
Blau, grün und gelb, das sind meine Optionen. Und dadurch, dass ich sie in blau nicht habe, habe ich nun mal nur zwei Optionen. Heilung, Heilung, ey, das ist Schneggi. Grüße nach Österreich, falls das jemand sieht. Herr Mari, vor allen Dingen, die Heilung macht ja nichts, ne? Er entzaubert mich, das macht mir gar nichts, also nur Auto-Attack von Melendor. Die 48 Angriff von Sturmfang, die sind schon böse. Und das ist es halt, was nervt, dass es Mana geklaut wird. Ja, geiler Scheiß. Nicht. Ich hab's im Urin. Mein Urin sagt mir, das wird nichts. Liebert auslösen und das wird böse werden. Mist. Hänsel G. verlässt das Spielbrett, bevor irgendwas gemacht wird. Lila Kaskade. Okay, Lee sollte das nicht überleben, was ich jetzt mit Lee vorhabe. Okay, das ist gut. Jetzt geht es nur noch hier drüben drum. Wir ghosten. Machen uns Lebenspunkte, verbieten Kelile des Zaubern. Ich ghost lieber in grün. Solange der Mana die... War perfekt. Da hatte ich Glück, gebe ich offen ehrlich zu. Da habe ich mir das lila Match ursprünglich kaputt gemacht und habe es zu spät gesehen. Das sollte aber jetzt gewonnen sein. Ich frage mich gerade, wieso ich eben nicht Nebel ausgelöst habe. Da wird man nachlässig. Wenn man weiß, dass man gewonnen hat, sollte man die Konzentration nicht nachlassen, Siggi. Und Minion oder so. Ah, gut, gut, genau das möchte ich gegen mich haben. Und jetzt habe ich kein Gelb. Doch, ich habe Gelb. Auch wenn es mir ein bisschen wehtut, Proteus zu vernichten, aber... Ah, Schnuppergasbösewicht. Gormek. Alter Zipfelklatscher, du. Sagen wir einfach mal, dir bringt das gar nichts, Wilbo. Du kannst da jetzt Schaden drauf machen. Das ist mir egal. Hat nicht gereicht. Hänsel sagt nein, lass das Zaubern sein. Boah, jetzt kam gerade das Kinderlied hoch. Das wäre fast peinlich geworden. Noch schnell einmal Mana sammeln und dann haben wir uns mit 4-1 am ersten Tag geschlagen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, euch mehr Glück, macht es gut, tschüss.